Also jetzt wird man nicht böse hier. Du verlierst mit normaler Geschwindigkeit Gesundheit, wenn deine Bedürfnisleisten leer sind. Deine Bedürfnisleisten werden mit normaler Geschwindigkeit entleert. Normalen Schaden. Wir machen mal normal, ne? Wir müssen erstmal gucken, wo ich mich platzieren muss im Spiel. Remember a thing? I'm Carl. Carl Cartman, your best pal. Carl the Cartman. At least I was, until Evil Way Corporation turned me into a shopping cart. Now we have to get my body back. Oh, and your brain too. They cut out like half of it, possibly more. No worries. I'll teach you everything. That's what friends are for. Let's start with the basics. You have to eat and drink to survive. You still remember that, right? Wieder absolut gruselig ist. Well, if you do, then why are you dying of thirst and hunger? Eat and drink. Basic needs. Um zu überleben, musst du deine Umgebung nach Essen, Trinken und Schrott durchsuchen. All right. Check the nearby trash cans for anything edible. So, wir müssen mal gucken, sollten irgendwann die Frames droppen oder sowas. Einfach Bescheid geben. Ich bin nämlich immer überfragt. Wegen der Einstellung. Ich setze mich mal hier hin. In der Hoffnung. Durchwühle die Mülleimer nach Essen, verwende E, um mit hervorgehobenen Objekten zu interagieren. Nothing useful. Get used to it. Try the other ones. Keep looking. Meh. Food. Give me food. Moldy bread. You will eat it if you want to live. Kann ich das drehen? Still hungry, oh. Huh? I bet there's more stuff buried in those trash cans. It just needs help getting out. Why not give them a little kick? As long as no one sees it, you'll get away with a little vandalism. Worthless crap. Move on to the next one. Only one left. Let's hope for something better. An apple core. Always yes. Eat the veggies. Fruit. Yeah, yeah, fruit. Whatever. Just eat it. Also E fallen lassen, links werfen, rechts Klick verbrauchen, Objekt drehen. Lecker. Guckt euch dieses herrliche Objekt von Frucht an. Leicht über dem Verfallsdatum. That should keep your hunger at bay for a little while. Still, you look like you're going to die of dehydration any minute now. Party. Try breaking those garbage bags. With some luck, you'll find a whole crap. Crap. Das ist doch was. Hast du eine Plastikflasche? Kann ich die dir geben? You can store it in me and we can sell it later. Just throw it at me. Oh, that hits the spot. Scrap is nice, but we still need something to quench your thirst. Try searching this big pile of trash. Ah, ich festhalten. Nothing, huh? Well, it seems there's nothing to drink around here.
Guess it means that I need to share my private stash with you. Yes, I had it the whole time. Yes, I know that I can't drink or eat in my current state. No, I wouldn't let you die. Don't look at me like that, jeez. It's all yours now. Help yourself. Was gibt's denn? Orangensaft. 6% Leben, 5% Essen, 60% Flüssigkeit. Eines nehmen. Einmal angucken. Orange. Lecker. Okay, pal, if we want to get my body back. And your brain, then we need your special powers. You are the Pigeon Master. Yep, your pigeon coop is broken, though. I bet the bugs stole the birds while we were being experimented on by Evil Way. The bugs, one of the two bum gangs who rule this city. We're the creeps, they're the bugs. And what do we do with bugs? Smash them. Squash them, that's what. Oder das. Hop on, I have a spy who can tell us where to find your precious birdies. Stell dich hinter Karl und interagiere mit deinem im Griff. Woo! Da geht die A-like hier. Stop. Just push me where I tell you, okay, nope. Pal? Ich will erstmal gucken, was hier drin ist. Was? Okay, ich muss ihm einfach nur das tun, was er sagt. This spy is a nasty fellow, selling out his friends and still being able to look them straight in the eyes. Those stupid little bug eyes. I tell you, the bugs are the lowest form of life. Mit Shift? We creeps would never sell out our friends, like hell. Hey. Now keep pushing. Überholung. Woo. Da ist ein Freund. Es ist echt GTA-like. GTA als Penner, oder wie? Betritt die festgelegte Gegend, um mit der Aufgabe zu beginnen. Hauptaufgaben sind mit einem C für Karl markiert. Oh. Hier. Kann man immer gebrauchen. Ich würde blöd gucken, wenn mich mit dem Auto jemand im Einkaufswagen überholt. Ich weiß gar nicht, wieso das Video da guckt. Vandalismus? Propangasflasche? Please, kipp. Ja, okay. Ich mach zu. Man muss ja alles durchsuchen. Der hat ja fast geklappt. Oh, nice! Noch einer! Wer schmeißt denn zwei vollkommen heile Wäschekörbe weg? Was ist denn bei euch kaputt? When was the last time you ate? Ja, okay, ich esse ja schon was. Müll. Gut, ein Hotdog. Jetzt geht's uns gut. Du musst die aufgewertete Fähigkeit Taubenschuriken anwenden. Was? Guck mal, was er hat. Hier ist er. Hey, Bugface! Shh. Stay over there. Pretend to look the other way. I'll do the same. Convenient. This way I can do the talking without freaking you out. What? Nothing.
Let's get down to business. Fuck I you, Offen. I know why you came. Your stolen pigeons are the talk of the town. I know where they keep one of them, but it'll cost you some serious money. $5. Oh, serious money. Yes, you know that? Well, I'm a bum, not an ass. There's a difference. Yeah, what difference? $10. Fine. I wanted to show you how to harass people for money anyway. Begging for money is done in two steps. First, you draw a message on a piece of cardboard. Then you shake your lucky cup in front of some faces. The more work you put into your message, the more money you will collect. You can edit your message at any time. You still have your lucky cup, right? Ja, natürlich. Vermutlich. Good. Time to let people know that you're in need of some cash by writing a message on the cardboard. Wir können zeichnen. Oh Jesus. Brauche. Man nannte mich auch Bob Ross. Brauche Cash? Weil... Darum. Gartic Phone all over again. Brauche Cash, weil darum. Dann malen wir hier noch zwei Pobacken hin. Und einfach nur, weil es cool ist. Ach, Kacke. Naja. Ein Ghetto-S. Mal noch ein paar Dollar-Bills. Okay, hier unten freckelt der ein bisschen rum. Unten ist ein bisschen kaputt. Das kann kein Mensch erkennen. Warten, Kunstwerk, ne? Hier, hier, hier. A plus! Hey, not bad. Should get your point. Yes! Now shake your cup in front of some faces to get attention. Ja, das geht auch so, aber money, das ist ein hirnloser Penner. Also im wahrsten Sinne hat der irgendwie Teil seines Hirns nicht. Jetzt. Give us money. Hey. Here. Good luck. Money. That's it. Keep going, pal. Money. Money. Happy to help. Ich brauch Geld. Ich will zur Familie zurück. Hallo? Wollen Sie Geld geben? Sie sehen reich aus. Hä? Hä? Gib Geld. Geht doch. I wish I could give more. Sorry, I don't have any spare change. It's the least I can do. Get a job. Der hat mir gerade $6 gegeben. Der hat mir gerade $6 gegeben. Da fuck. Hier. Hey. Du. Money. Money.
Money, 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 money. I'm really sorry, I have nothing on it. Yeah, 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 yeah. Hallo Officer, wie geht's Ihnen, Officer? Haben Sie Kleingeld auf... Hey! Oh. Der mag mich nicht. Hört sich genau an wie der Hobo aus Graveyard Keeper. Selbe Soundfile. Look at my sign! Look at it! Look at it! Klar hab ich das nötig als du. Let's get back to that greedy ass spy! Hier wieder 68 Cent. Hauptsache der eine Typ gibt uns 6 Dollar. It's a pleasure doing business with you. You'll find your bird down this alley. One of the bugs has locked himself in a cage with it for safekeeping. Das denke ich. While others went out to search for a buyer. Better hurry, before they come back. Hat der gesagt, er hat kein Kleingeld mehr. Ja, ist ein höherer Stundenlohn, als ich hier gerade verdiene, an sich, glaube ich. Hier. Yeah, I can hold on to that for you. Lost something? You want to get your precious birdie back? Ach, wie süß. Well, this is the only bird you'll get. Well, don't just stand there. Flip him back. Scram. Mit Tee? You'll have to try harder than that to piss me off. Lass mich raten. Good idea. Try to piss him off. Or better yet, on him. Get the fuck out of here. No creeps allowed. Get lost. Oh, damn. That'll teach ya. Nice one, pal. He'll remember this day as the great whitening. Time to get your pigeon back. Kann ich ihn ausrauben? Mm. Hallo! Hallo, Little Chica! Right now, this little guy is your only pigeon. Make good use of him. Or her. Jeez, can't assume genders these days. Anyways, your birdie looks weaker than usual. We should visit the pigeon lady. She might be able to help. This oh, die frames sind gerade am droppen. Let me go! The talking shopping cart. New toy of yours, eh? Stay where you are and give us your pigeon back, or this freaky thing goes bye-bye. Little help, pal! Taubenschuriken. It seems that you have recovered your shuriken pigeon. You trained it using the forbidden techniques passed down onto you by your ancestors. It flies in a straight line and lodges itself into the target, dealing damage and even knocking the man down if it hits the head. You can upgrade it to equip it with pigeon-friendly explosives and to make it fly faster. Pigeon-friendly explosive. Thanks, pal. Let's fly. Kann ich wieder. Was ist das? Es ist einfach geil. Es ist so geil. Bring die Taube zur Taubenfrau. In case you don't remember, Pigeon Lady and you go way back. You wouldn't get your special pigeons if it... Vor allen Dingen, schaut euch mal die Karte an. Die ist schon echt nicht klein. Der gelbe Punkt, die Pigeon Lady. One for her prestige eggs. You haven't visited her much lately, though. I hope she didn't forget you. She can be a little weird sometimes. Well, most of the time, actually. Okay, all of the time. Still, she shouldn't refuse to help a pigeon in need. Da links sind rote, rot markierte Penner.
Uh-oh! It seems we aren't the only ones paying a visit to the Pigeon Lady. Oh! Shit! I can't believe she kicked us out! I was sure she won't buy it. Crazy old hag. It's you! Okay, die kleine Lüfte ist ein bisschen komisch. Never mind. Hüpfnismännchen. Swarm him and take him out! Watch out! Big take him out! Sure know how to pack a punch! Officer! Officer, die sind böse! Komm her! You call that a punch? Mein Gott, der hat eine Stimme. Der hat zu viel Schnaps hier gesoffen, der Freund. Okay, die sind echt nicht stark. Wer lebt denn noch von denen? Bug Squad! Time to visit the Pigeon Lady! Stufe 2? Hier gibt's auch noch Level Up? Was gibt's hier nicht? Go on, I'll stay on the lookout in case more bugs show up. Besides, she's way too boring. I mean, way too spiritual for my taste. Jetzt esoterisch für meinen Geschmack. Ach, du, liebes bisschen. Hallo, Beauty. Long time no see, friend. My pigeons already told me what those pesky bugs did. Let me look at your bird. Oh, what a sorry sight. It used to be so huge. Now it is so small. I'm talking about its spirit. It's tiny and scared. Poor thing lost its home. Got separated from its master. Was held hostage. However, all is not lost. With enough rest and care, its pigeon spirit will become big and strong again. You don't need do drugs, to kids. Build your pigeon coop. Only then will you be able to bring die your birds back to their full potential. Unfortunately, I can't help you with this quest, as it requires parts and skills beyond my reach. However, my winged friends whisper something about a certain entertainer and his scrapyard. Uh-huh. He might be able to help you. Maybe. I'll mark his whereabouts on your map. Please, visit me whenever you need seeds and gifts for your precious pets. Now go. Build the coop. In the meantime, I'll send out my friends in search of your lost birds. Aber nett. Free of charge. For old time's sake. Du hast nicht zugewiesene Talentpunkte. Drücke C. Ja, aber das, was ich erst machen möchte, ist einmal auf Hochstellen, um zu gucken, ob das dann nicht mehr so hin und her backt. Teilweise. Und die Sprache. So. C. Oh je. Was haben wir denn da? Mehr Leben, mehr Ausdauer. Verbrauchsgegenstände stillen mehr Durst und Hunger. Ist, glaube ich, ganz praktisch. Ist auch praktisch. Entleert sich langsamer. Erhöht die Menge der erfahrenen Erfahrungspunkte. Sehr gut. Tarets Inventar. Tarets Geschwindigkeit. Das Dursten. Bessere Gegenstände, mehr Geld beim Betteln. Du verlierst weniger Geld, wenn du ins Krankenhaus kommst. Weniger, geringere Preise. Raumeister. Erhöht die Menge der durch Ernte erlangten Alchemiezutaten.
Immer wenn du eine hergestellte Mixtur anwendest, besteht die Chance, dass sie nicht verbraucht wird. Eingepflanzte Samen wachsen schneller. Reaps verschaffen dir mehr Gegenstände, wenn sie ihre zugewiesene Mission erledigt haben. Materialkosten, okay, das ist alles so ein bisschen Basisbau. Kampf. Abklingzeiten, Nahkampfschaden erhöht. Geschwindigkeit erhöht. Jeder Schlag kann ihn potenziell umwerfen. Okay. Also, mein erster Wurf wäre wahrscheinlich mehr Erfahrungspunkte. Weil uns das auf lange Sicht am meisten hilft. Und das ist auch ein One-Time-Buy-Skill anscheinend. Nee, 19 Blaupausen, eine von 5 Basen, 0 Respekt. We're still just friends, right? Welcome, old friend. Können wir mal gucken. Aktuelles Kostüm. Okay, das kommt später. Mit einer Toastscheibe. Aber wie kann ich bei der was kaufen? Remember, there is no cool without a cool. Oh je. Okay, wir haben jetzt R-Missionen und Hauptmissionen. Ja. Ich würde ja eigentlich sagen, dass wir... Sorry, I don't have any spare change. Glaube ich nicht. Siehst du? Geht doch. Dass man immer erst betteln muss. Hallo. Ich möchte zurück zu meiner Familie. Guck. Glaube ich nicht. Sure, I can spare some cash. Ja, ich doch. Immer diese Lügner. Guck mal, der hat fast einen Dollar dabei. It's the least I can do. Das ist richtig. $2! Some other time, okay? Nein, jetzt. Hey. Sure, I can spare some cash. Just a moment. There you go. Hast du noch mehr? I can spare a little. Get lost. Don't even try. Okay, der hat uns irgendwie $4 gegeben, das reicht. Dankeschön. Come, entertain me. And you will be handsomely rewarded. It's the least I can do. Danke. Hast du mehr? I hope that helps. Wir sind überhaupt nicht aufdringlich. Überhaupt nicht. Hi. Guck mal, mein Becher. Da ist ein bisschen Pipi drin. Moin, Broko. Frag dich nicht, was wir hier machen. Ich verdiene nur mein Geld. Es ist halt mein Job. Tut mir leid. Ich muss ja morgen was essen. Ich muss was essen. Ja, sagt mir auch gerade das Ding. Aber erst mal gucken, was der hier will. My boy. Did you know that rich people use poor people simply for the sake of having fun? It's a vulgar display of power and wealth. So I was thinking, I'm more wealthy and powerful than most people living here. Why not express that in a vulgar way? Der hat mir zu viel Grün an. I wish to show my dominance in the most primal way possible. However, the process is somewhat undignified, and I don't want to put my good name in jeopardy. That's why I want you to be the vessel of my power. Was soll ich machen? Take out your willy and urinate on the people wearing fancy suits. There, I said it. Do this and you will get your reward. Also, be quick about it. Time is money, you know. Okay, pal. Wie geht's dir, Broko? Piss off some suits. Ah, schön. Okay, ich muss 10 Anzugträger anpinkeln. Krieg ich hin. Nee, das wollte ich nicht machen. Was war das nochmal? F, ne? What do you think you're doing? Hi! I'm calling the police. Hey!
Hi. Did you do that? I'll call the police. Oh, muss ich mich eigentlich schlecht fühlen, dass ich das lustig finde? Ich glaube nicht. Danke. Eiscreme. Ich hoffe, das ist nicht zu vulgär für Twitch. Pinkeln Leute an. Zählt das als Anzugträger? Kein Anzug. Okay, ich muss echt verschiedene anpinkeln. Okay, das kann dauern. Hi. We tricked the police once again. Oh Mann, meine Ausdauer ist so lahm. Hier ist kein... Ach, Twitter und Tumblr sind schon offended. Dem Rest ist es egal. Da ist doch... Huch, das war ich nicht. I'm calling the cops. Hallo? Ich habe eine volle Blase und mich gedürstet ist nach einem Anzugträger. Da. Nee, das ist ein Kopf. Entschuldigung. Nee, nicht. Besser nicht. Alter Falter, was ist das denn? Ich bin überfragt genau, was es ist. Sir, ich habe da, also, Sie haben da einen Fleck im Gesicht. Ah, ist das geil. Es ist einfach Foreskin Cosmetics. Sir, Sie haben da... Entschuldigung. Noch 49 Sekunden, einen Anzugträger zu finden. Lass mich in Ruhe. Anzugträger. Ach, komm schon. Hurry it up or forget about getting the prize from the rich guy. Da vorne ist wahrscheinlich einer, oder? Genau, meine Zukunft. Oh, das sind Superpenner. Du willst mich verkackeiern. Jetzt finden wir keinen Anzugträger mehr. Da ist einer. Boah, das knapp. Meine Zukunft, genau. Meine Zukunft, wenn es mit dem Streaming nicht klappt. Das ist, ja. So sehe ich das tatsächlich auch. Entschuldigung. Komm mal mit. Und whoop. Oh, da ist er. Und hep, und hep, und... Nee, wie war das nochmal? Wie ist das bei Kindern? Was haben wir denn hier? Ein Glühbild? This would go great with whiskey. Nimm die Hände weg. Danke. Wir haben jetzt $35. Ich glaube, wir sind schon gar nicht so schlecht dran. Muss die aufgefertigte Taubenschule. Okay. Leider aufwerten. Hm.
Wollt ihr das wirklich machen? Hier, komm. Quäh. Ah, Jab Jab. Man nannte mich auch Eisenfaust. Hat er gerade den anderen gehauen? Ich glaube ja. Okay, haben die hier was bewacht? Ist hier irgendwas? Außer hässliche Steine? Kaputte Bürste. Kann man immer gebrauchen. So, ich würde sagen, wir essen einmal etwas und trinken einmal etwas. Ein bisschen zumindest. Ach, den Pilz markiert der. Gut. Wir fahren mal jetzt zum C. Weil wir hier auch eine Basis aufbauen können. Und ich würde sagen, das sollten wir mal freischalten, bevor wir hier zu viel Zeit mit allem anderen verbringen. Weil mich auch interessiert, was das dann bringt, wenn man das so aufbessert. Slow? Ach. Slow ist nur eine Empfehlung. Links kann man, glaube ich, Dart spielen mit der Taube oder so. Da auch gleich mal gucken. Also ich habe das Spiel so rein zufällig gesehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es doch so ausgereift ist, gefühlt. Vor allen Dingen so lächerlich lustig. Guano. Ach, Taubenscheiße. Ist ein guter Dünger. Tatsächlich. Da. Oh, Schrott. Aber erstmal mit dem. What do you want, Puke Stain? Hook you up with free materials, huh? Oh, Mr. Jello can hook you up, alright. Der hat eine Hakenhand. Hook you up your ass! Why not go and ask my competition for freebies? They can afford it. All my customers already left to those fuckers. They're more trustworthy, more professional, more not a mentally unstable clown with a hook or a hand. Idiots. My place has the most bang for the buck. My stuff is dynamite. Take that silly dynamite. Don't tell them that I won't go down quietly. Wait. I'm sorry. I'm a little bit short fused lately. Das, ja. Says I need to be more grateful for what I have. I try, I really do. It's hard when someone tries to demolish everything. Dankbarer für das sein, was ich habe. You deliver a small package, and I'll provide you with some free stuff, huh? Wait. Deal. Great. Here's a thank you gift for my competition. Das ist eine Bombe. Just be sure to drop it off at the exact spot I marked on the map before the timer runs out. I'll meet you at your place after you make the delivery. Good luck. I hope you enjoy fireworks. Can't say that I have a good feeling about this. Wo müssen wir hin? Jetzt habe ich wieder gescrollt im Chat. Mist. Jetzt ist vorbei. Gut. Wir müssen da oben links hin. This timer thingy and the part about the fireworks makes me kind of nervous. Das kann ich. Was steht da drauf? Es ist Russisch, glaube ich. I would be silly to assume that he just strapped explosives to me. Right, pal? Kann ich eigentlich beim. Nee. Probably nothing to worry about, but step das ist der geht, it, stimmt, das ist der GTA 6 Prototyp. Ja, stimmt. Ja, das ist top secret. Das weiß keiner. Oh God. Are we there yet? Ich bin auserkoren, das zu testen. Verrat das nur keine. That awful beeping.
Wait! Did it just get faster? Ein bisschen, ja. How much time do we have left? You can at least tell me that much. I can't see the fucking display! It was a fucking bomb! Curse that balloon, fucker! Never trust a cloud! Never! Das ist auch keine gute Idee. Speaking of balloons, let's blow! 4 Sterne! Ui. Das Guano! Quick, find a place to hide! Ich hab da einen. Das sieht doch gut aus, oder? Come, entertain me. Ach, der ist schon wieder. Handsomely rewarded. How about some tasty one? Remember, go slow and sensual. Mmm. Was kostet das? $1.50. You may approach me, beggar. I have a daring quest for. Tatsächlich gar nicht so verkehrt. Was möchtest du jetzt von uns? Sir, I must say. What a wonderful automobile you have. Das ist ein Einkaufswagen. What? Me? I would love to see it in action. Real action. Going at top speed and running over helpless citizens. Aber versuchen. Get onto it then. Knock enough people down in a short time, and I might even reward you for your performance. Let's go. I've never been called wonderful before. You heard the nice man. Let's run over some faces. Das ist einfach. Hallo. Bam! First one down. Und ruf. Vollgas voraus. Bam. Und bam. Hallo, Ma'am. Hallo, Ma'am. Ich habe da wichtige Fragen. Wichtige Fragen. Bei der Steuerung könnte man besoffen werden. Geiles Kunstwerk. Schlecht. Echt wie betrunken Autofahren hier. Oh, 14. Der gibt uns immer $25. Wir sind echt bald reich. Also für einen Penner. Einmal Guano mitnehmen. Und Orangensamen. Ah, eine Schublade. Da können wir jetzt anfangen, in Schubladen zu denken. Haben wir hier noch? Irgendwas versteckt? Okay, Talentpunkte. Ich würde ja tatsächlich sagen, dass wir langsamer hungrig und durstig werden. Dann müssen wir uns nicht so oft darum kümmern, was zu essen. Der Wohnwagen geht nicht auf. In diesem Sinne machen wir die Hauptmission mal weiter. Hm, 4 Zigarettenstummel. Der Tag ist gerettet.
kann man endlich der Sucht frönen und ein bisschen was rauchen. Müssen wir vielleicht auch irgendwann schlafen gehen? Wenn wir jetzt schon 9 Uhr abends haben. Wieder unser Gang. Ja, ist es.